Moin ihr Lieben, bei asiatischen Gerichten denken ja viele von euch an Reis, an Asianudeln. Dass es auch anders geht, zeige ich euch heute in meinem Video. Habt ihr schon mal ein asiatisches Gericht mit Kartoffeln gegessen? Hatte ich bis jetzt auch nicht und genau deswegen machen wir das heute. Ihr braucht ganz wenige Zutaten und wie ihr das im Einzelnen macht, zeige ich euch jetzt in meinem Video. Das ist Kochliebe XXL und das ist mein Kanal. Das erste, was ihr braucht, habe ich hier 500 Gramm Schweinebauch und den schneiden wir uns jetzt in kopfverteilbare Scheiben. Sollte ein bisschen dicker sein, nicht zu dünn. Das geht ja einwandfrei. Und dann schneiden wir hier die nochmal so ein bisschen durch hier, so dass ihr ungefähr so diese Stärke hier bekommt. So sollte das ausschauen. Und dann geht es jetzt gleich weiter. Euer Fleisch gebt ihr jetzt hier in so eine Schüssel rein. Und dann zeige ich euch, was ihr braucht, um das Ganze zu marinieren. Für die Marinade braucht ihr einen halben Esslöffel Salz, einen halben Esslöffel schwarzen Pfeffer. Dann habe ich hier braunen Zucker, davon auch einen halben Esslöffel und einen halben Esslöffel Maisstärke. Dazu kommt noch Sesamöl und helle Sojasauce. Das ist schon alles zum Marinieren. Das erste, was ihr jetzt macht, ihr gebt jetzt alle trockenen Zutaten hier hinzu. Und das vermengen wir jetzt gut. Einfach mal gut umrühren. Ihr könnt das natürlich auch mit den Händen machen. Das ist euch überlassen. Wichtig ist, dass es nachher gut mariniert ist. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. So können wir das lassen. Und jetzt kommt unsere Sojasauce dazu. Dann nehmen wir einen Esslöffel. Und von unserem Sesamöl, dann nehmen wir jetzt auch einen Esslöffel. Und das Ganze vermengen wir jetzt ganz gut. Und wenn ihr das gemacht habt, dann stellt es hier in die Ecke, deckt das hier ein bisschen ab. Und dann bereiten wir uns was anderes vor in der Zwischenzeit. Ihr seht, das verbindet sich relativ gut. Das ist gar kein Problem. Und vor allen Dingen riecht das schon mal ganz gut. Das ist wichtig. Schön vermengen. Und jetzt geht es weiter mit was anderem. Als nächstes habe ich jetzt hier drei Kartoffeln. Und die schneide ich mir einmal hier in der Mitte durch. Und dann schneide ich mir hier so Stücke raus. Sollten nicht zu dick, nicht zu dünn sein. Ich zeige euch gleich, wie sie ausschauen. So ungefähr sollten sie ausschauen. Dann ist das perfekt. Und die gebe ich jetzt hier in kaltes Wasser hinein. Und da bleiben sie jetzt so lange drin, bis wir anfangen nachher zu braten. Nun habe ich eine Karotte, die habe ich vorher schon geschält. Und die schneiden wir uns jetzt in kleine Stücke Scheiben. Und wenn ihr damit durch seid, gebt ihr die in eine Glasschüssel rein. Und die warten dann auch zum Braten später. Der nächste Schritt ist optional. Und zwar benutze ich Lauchzwiebeln. Wer es nicht mag, gibt es halt eben nicht hinein. Das muss halt eben nicht sein, aber für mich gehört es halt einfach zum Geschmack dazu. Und deswegen gebe ich die dann bei mir auch mit rein. Wir schneiden die wieder klein. So viel wie ihr mögt. Und jetzt bleiben uns noch zwei kleine Teile zum Vorbereiten und dann sind wir schon durch. Und das könnt ihr jetzt übrigens zu den Karotten dazugeben, weil das braten wir ja nachher gleichzeitig an. Als letztes habe ich noch ein Stück Ingwer und drei Knoblauchzehen. Und die schneiden wir jetzt auch in kleine Stücke hier. Also erstmal den Ingwer. Der geht relativ schnell.
Und dann schön klein schneiden. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Einfach so ein kleines Stückchen schneiden hier. Das sollte genügen, ganz fein. Und dasselbe machen wir jetzt mit unserem Knoblauch auch. Einfach so klein, wie ihr es bekommt. Schneidet es ja einfach ab. Nochmal durch hier. Und dann ist das perfekt. Schneid jetzt noch den Rest. Und dann sind hiermit die Vorbereitungen abgeschlossen. Und dann geht es an den Herd zum Braten. In der Pfanne habe ich jetzt ein bisschen Kokosöl erhitzt. Und da gebe ich jetzt erstmal mein Ginger und mein Knoblauch rein. Und das Ganze braten wir jetzt erstmal ein bisschen an. So, damit das Ganze ein bisschen Geschmack bekommt. Nun gebt ihr eure Karotten und eure Lauchzwiebeln hinein. Und auch die braten wir erstmal ganz kurz mit an. Und das riecht schon richtig lecker hier, Leute. Das ist ganz fantastisch. Jetzt fügen wir unser Fleisch hinzu. Und das lassen wir jetzt anbraten, bis das so richtig schön braun geworden ist. Damit ihr Geschmack ins Essen reinkommt. Und immer wichtig dabei, das Umrühren nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Aber schön braun werden lassen. Unser Fleisch hat jetzt eine wunderbare Farbe bekommen. Und jetzt geben wir einen Esslöffel ungefähr Reiswein hinzu. Und das Ganze berühren wir jetzt gut. Und das riecht hier richtig herrlich, Leute. Also ich kann euch das empfehlen. Ich habe jetzt schon Hunger und es wird mal fertig. Das schaut ganz lecker aus. Jetzt gießen wir Wasser hinzu. Ich nehme jetzt erstmal 200 Milliliter ungefähr. Und das lassen wir jetzt aufkochen. Ihr schaltet euren Herd runter. Und zwar von Braten auf Köcheln. Und wir lassen das Ganze jetzt erstmal hier aufkochen. So, die ganze Sache hier kocht. Und jetzt geben wir unsere Kartoffeln hier hinzu. Und jetzt macht ihr Folgendes. Das Ganze, die Kartoffeln sollten jetzt bedeckt sein. Okay, das heißt, wir gießen da jetzt einfach noch ein bisschen Wasser hier drauf. Und jetzt macht ihr Folgendes, ihr bedeckt das entweder mit dem Topfdeckel oder wie auch immer, bedeckt das hier oben und lasst das Ganze langsam garen. Ihr dreht euren Ofen ein bisschen runter und garen lassen, so ungefähr 20 Minuten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, wie toll das ausschaut. Meine Kartoffeln brauchen noch ein paar Minuten, aber das riecht schon richtig lecker hier im Haus. Bin gespannt, wie es nachher schmeckt. Aber fertig sind wir noch nicht, da kommen noch zwei Zutaten dazu. Zu guter Letzt machen wir Folgendes. Wir geben jetzt noch ein bisschen Fischsoße hier rein. Davon braucht ihr so einen kleinen Esslöffel. Und braune Sojasauce, also dunkle. Und das Ganze lassen wir jetzt so schön nochmal aufkochen. Das heißt, wir verrühren das jetzt erstmal ein bisschen hier. Lassen das ganz gut aufkochen und dann kommen wir auch schon ans Servieren. Ich hoffe, ihr könnt das sehen.
dass meine Soße sich so gut wie reduziert hat, fast nichts mehr drin ist. Wenn jetzt alles weg ist, ist es essbereit und servierfertig. Das dauert noch einen ganz kleinen Augenblick, noch ein, zwei Minuten und dann sind wir fertig. So, und jetzt wollen wir servieren. Dann nehmen wir uns so eine tolle Kelle hier. Ist ja nicht genug, muss noch ein bisschen mehr dazu. Das Ganze wird dekoriert mit ein paar Frühlingsrollen, Frühlingszwiebeln und ein paar Sesamkörner. Und schon habt ihr ein leckeres Gericht. Und ich bin später auf euer Feedback gespannt, wie euch das schmeckt. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch noch antesten. So, ich nehme jetzt mal ein bisschen hiervon. Habe ein Stück von den Kartoffeln. Ich hoffe, ihr seht das. Die sehen toll aus. Und hier ist unser Schweinebauch. Da muss ich sagen, das ist richtig lecker. Das lohnt sich absolut, das nachzumachen. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr kocht das mal nach. Gebt mir euer Feedback dazu. Schreibt euch in meinen Kanal ein. Und ansonsten sehen wir uns dann am Dienstag wieder mit einem neuen Gericht. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, einen schönen vierten Advent. Macht's gut und haudi ho.